In diesem Video sprechen wir über Kampfjets, Raketen und Satellitentechnik, denn wir behandeln in dieser Aktienanalyse einen der größten Rüstungskonzerne der Welt, Lockheed Martin. Und ob die Aktie genauso reißenden Absatz findet wie die Produkte, das werden wir jetzt gleich im Video etwas genauer klären. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über Lockheed Martin. Das Unternehmen war ja schon ein paar Mal auf Platz 2 bei meiner wöchentlichen Umfrage, welche Aktienanalyse ich mir als nächstes vorknüpfen soll. Und diesmal hat Lockheed Martin dann tatsächlich das Rennen gemacht. Schau du also auch mal von Samstag bis Dienstag in meiner YouTube-Community rein und stimme mit ab, was für ein Unternehmen ich mir als nächstes anschauen soll. Und dann könnte auch dein Unternehmen beim nächsten Mal hier mit dabei sein. Jetzt gucken wir uns aber Lockheed Martin mal ein bisschen genauer an und steigen wie immer erstmal ein mit dem langfristigen Chart des Unternehmens. Denn in der heutigen Form ist das Unternehmen hier vor 1996 an die Börse gegangen, hat eigentlich auch einen ganz guten Aufwärtstrend hingelegt, aber den Chart gucken wir uns dann im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen genauer an. Jetzt gehen wir erstmal zurück in die Historie von Lockheed Martin und die reicht tatsächlich in das Jahr 1912 zurück. Da wurden nämlich zwei Firmen im gleichen Jahr gegründet. Einmal hier die Glenn L. Martin Company und dann hier die Elco Hydro Aeroplane Company. Die untere wurde dann später auch wieder umbenannt in den Gründernamen Lockheed. Das war nämlich der Mitgründer des Unternehmens und dann irgendwann im Laufe der Zeit haben diese beiden Unternehmen fusioniert zu dem heutigen Lockheed Martin, so wie wir das kennen. Das Unternehmen ist tatsächlich eines der größten, wenn nicht sogar das größte Rüstungsunternehmen der Welt. Zumindest börsengehandelt dürfte es das größte der Welt sein. Das sind jetzt hier zwar etwas ältere Daten von 2016, aber die Grafik ist zumindest mal ganz anschaulich, deswegen habe ich die auch genommen. Und da sehen wir, gibt es zwar auch noch andere Unternehmen wie hier Großbritannien, BAE Systems, die sind hier gleich zweimal vertreten, kommen aber trotzdem nicht an die Umsätze hier heran von Lockheed Martin. Selbst Airbus hängt noch hinten dran, Boeing ist ebenfalls relativ weit. Und ansonsten haben wir in Europa, nachdem Großbritannien jetzt ausgetreten ist, neben Airbus, hier nur noch Leonardo aus Italien. Der Rest kommt tatsächlich aus Amerika und chinesische Rüstungsunternehmen oder andere Rüstungsunternehmen sind dann entweder hier nicht gelistet oder meistens tatsächlich auch gar nicht börsennotiert. Ja, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was das Unternehmen denn genau macht, denn Lockheed Martin teilt seine Geschäfte in vier Bereiche auf. Und zwar der größte Bereich ist Aeronautics, also alles, was vor allen Dingen mit dem Thema Kampfjets zu tun hat. Es gibt hier auch kleinere Zuliefererbereiche in andere Industrien, aber das spielt nicht die große Rolle. Tatsächlich, der Großteil des Umsatzes kommt aus dem Kampfjet-Bereich, beziehungsweise auch alles, was so mit Kriegsführung im Luftfahrtbereich zu tun hat. Wobei, das muss man noch ein bisschen rausnehmen, tatsächlich gibt es hier auch noch den Bereich Helikopter. Das wird hier tatsächlich in diesem Bereich Rotary and Mission Systems alles zusammengezählt. Das ist ein bisschen ein Konstrukt aus verschiedensten Dingen, denn hier werden Helikopter tatsächlich auch mit den Schiffen, also den wasserbasierten Kampfsystemen sozusagen kombiniert, aber eben auch mit landgestützter Radartechnik und allem, was so zur Überwachung dazu gehört. Also das gehört dann alles hierzu. Das ist auch der zweitgrößte Bereich. Dann, was man mit Sicherheit natürlich auch oft in Verbindung bringt, ist alles, was so mit dem Thema Kampfkraft zu tun hat, beziehungsweise dann eben auch Raketen, Sprengstoff und ähnliches, machen ungefähr 17% aus. Und dann hat tatsächlich Lockheed Martin auch einen relativ großen Weltraumanteil mit 18%. Das ist jetzt nicht nur rein kampfgetrieben, also nicht das, was man so alles aus den Avenger-Filmen und anderen Dingen kennt, sondern tatsächlich hier Lockheed Martin auch mit ganz normaler Satellitentechnik mit dabei oder eben auch Mondlandesysteme. Und das gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Denn um mal ein bisschen einzuschätzen, was das Unternehmen alles macht, gucken wir uns doch einfach ein paar Produkte jetzt mal im weiteren Verlauf genauer an. Und da schauen wir uns mal hier so ein paar Übersichtsseiten an von der Webseite von Lockheed Martin. Da sehen wir schon, da sind Helikopter dabei, hier Unterwasser, autonome Systeme. Wir haben hier Trainingssysteme, Radarsysteme, auch hier fliegende Radarsysteme. Es gibt hier sogar Zugmanagement und auch hier Laserwaffensysteme. Also tatsächlich ist Lockheed Martin hier breit aufgestellt. Dann hier auch im gesamten Schiffsbereich, hier ebenfalls unterwegs mit Kriegsschiffen oder eben auch Überwachungsschiffen. Auch hier andere Überwachungssysteme. Auch das ganze Thema bewaffnete Fahrzeuge, Kampfhelikopter, auch hier Missile Systems, auch das ist mit am Start. Wenn es um das Thema Cybersicherheit geht, auch da ist Lockheed Martin natürlich mit ganz da vorne. Alles, was zum Thema Sicherheit, taktische Verteidigung oder eben auch Angriff dazugehört, hat hier irgendwas mit zu tun. Ich kann tatsächlich Lockheed Martin nicht vergleichen mit anderen Cybersicherheitsfirmen und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht genau, ob Lockheed Martin sich hier hauptsächlich auf das Thema Militär
und staatliche Verteidigung oder auch im Unternehmensbereich aktiv ist. Aber auf jeden Fall spannender Name mit Cyber Kill Chain. Und wer da ein bisschen mehr Informationen hat, vor allen Dingen, wie sich Lockheed Martin da gegenüber anderen Cybersicherheitsfirmen schlägt, der kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Denn mit dem Know-how, was Lockheed Martin hier mit Sicherheit hat und mit den Staatsverbindungen, die das Unternehmen hat, ist es mit Sicherheit auch sehr gut aufgestellt, um ganz generell im Thema Cybersicherheit noch eine große Rolle in Zukunft zu spielen. Denn das wird mit Sicherheit auch ein großer Bereich für die Zukunft sein. Ansonsten das Unternehmen, wie gesagt, Kampfjet hier der größte Bereich. Man kennt ja viel die F-16s. Oder dann eben auch hier die Raptor-Technologie, ganz neu. Gibt es hier auch den F-35 in verschiedensten Varianten. Und dementsprechend ist auch Lockheed Martin hier ganz vorne mit dabei. Geht dann aber auch noch weiter. Hier Missile-Systeme, Windtunnel, auch Luftschiffe gehören hier mit dazu mittlerweile. Auch hier alles, was so im Bereich Drohnentechnik zu tun hat. Auch hier ist Lockheed Martin vorne mit dabei. Und nicht zu vergessen, auch alles, was so die Weltraumtechnik angeht. Wir haben hier Satelliten, wir haben hier Mondlandesysteme, wir haben hier sogar meteorologische Daten, die hier bereitgestellt werden. Und eben auch hier Unterwassertechnik. Und dann nicht zu vergessen am Schluss noch die Helikopter, die hier mit unterwegs sind. Kennt ihr unter anderem auch den Black Hawk. Auch der kommt von Lockheed Martin. Da gibt es noch die Helikoptermarke Sikorsky. Die ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff. Auch das gehört zu Lockheed Martin. Dann hier eben etwas schwere Helikopter. Auch teilweise dann eben eher kommerzielle Helikopter. Wobei das tatsächlich ein kleinerer Bereich von Lockheed Martin ist, der sozusagen einfach mit dazugehört. Aber da sieht man schon, wie breit Lockheed Martin aufgestellt ist und dass sie auch technologisch relativ weit vorne sind, was das ganze Thema angeht, sieht man bei meinem Titelbild, das ich ausgewählt habe. Ich mache es hier noch mal ein bisschen größer. Das ist der neueste Helikopter, den sie sozusagen im Angebot haben. Also wenn einem einer hier mal begegnet mit zwei Rotorblättern, die hier parallel übereinander fliegen und man sieht keine Bewaffnung, dann liegt es daran, dass das Ding eingeklappt ist. Also sollte man vielleicht trotzdem in Deckung gehen. Insofern sieht man, woran Lockheed Martin hier alles arbeitet. Und das ist hier zwar noch ein gerendertes Bild, aber das Ding fliegt tatsächlich schon. Auch da gibt es Fotos davon, wie es Testflüge gibt und wie das langsam in die Produktion geht. Jetzt gucken wir uns aber mal das Unternehmen von der finanziellen Seite mal ein bisschen genauer an, nachdem wir jetzt geschaut haben, welche Produkte das Unternehmen alles so vertreibt. Und dann gucken wir mal zuallererst im Aktienfinder auf den Umsatz, wie immer, und sehen, auch der ist eigentlich recht solide gestiegen über die letzten Jahrzehnte hinweg. Nicht ganz so schnell wie vielleicht in anderen Unternehmen, aber nichtsdestotrotz ganz ordentlich. Wir sehen auch Bruttomarge 13%, genauso die operative Marge, Nettomarge ungefähr bei 11%. Also soweit solide. Vom Grundsatz her steigt das auch, aber soll eigentlich eher solide bleiben. Insofern nicht der Überflieger, wie in anderen Bereichen vielleicht, aber natürlich auch viel damit zusammenhängend, viele Produktionskosten und natürlich auch immer sehr viele Kosten für Forschung und Entwicklung. Auf der anderen Seite, wenn man mal dieses Know-how hat, dann dürften einem da auch die Aufträge von den Staaten und den Regierungen relativ sicher sein. Insofern ist das mit Sicherheit gut angelegtes Forschungsgeld. Wir haben ja schon gesehen, wie sich die Umsätze aufteilen. Ich gehe hier nochmal drauf ein. Aeronautics, also alles, was vor allen Dingen mit Kampfjets zu tun hat, 40%. Dann der zweitgrößte Bereich Rotary and Mission Systems, also alles so mit Helikoptern, aber eben auch auf Wasser. Dann Luft, Weltraum genauer gesagt 18% und dann hier Waffensysteme 17%. Und das hat sich hier alles eigentlich die letzten Jahre so entsprechend auch weiterentwickelt. Jetzt gucken wir mal auf Gewinn und Cashflow als nächstes. Und da sehen wir, die wachsen tatsächlich ganz ordentlich, auch die Gewinne vor allen Dingen. Hier seit 2017 nochmal ein bisschen einen ordentlicheren Schnaps obendrauf. Dürfte mit Sicherheit auch daran liegen, dass der Trump und seine Kollegen da mit Sicherheit mehr Bestellungen abgegeben haben und das vielleicht an der einen oder anderen Stelle für zusätzliche Gewinne gesorgt hat. Wir sehen auch, die Dividende wird jährlich gesteigert, wird auch zum Großteil durch den Cashflow gedeckt, bis jetzt hier 2018 einmal. Auch die weitere Prognose ist soweit ganz positiv, was das Unternehmen angeht. Und jetzt gucken wir mal auf die Bilanz. Die schaut ein bisschen schwieriger aus, muss man sagen, aber auch nicht wirklich katastrophal. Wir sehen tatsächlich, dass die zu verzinsenden Schulden ungefähr bei 25% liegen. Tatsächlich das, was unverzinste, also die Gesamtschuldenquote, die ist tatsächlich auch ein bisschen über dem Kernvermögen und über den Cash- und Wertpapieren. Es gibt eher auch einen größeren Bereich an Goodwill in der Bilanz. Alles nicht weiter kritisch, denn das hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass das Unternehmen natürlich viele Produkte auch auf Lager hat und viel Materialien ja auch irgendwo hat und damit natürlich auch der Bilanz irgendwo was gegenübersteht. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz so optimal ist, ist hier der große Goodwill, der hier mit drin steckt und der natürlich abgebaut werden könnte. Aber ansonsten von der Bilanz her soweit in Ordnung. Nicht so schön, wie wir das bei manch anderem Unternehmen sehen, aber jetzt auch nichts wirklich Kritisches, was da auffällt. Außerdem, auch für uns Aktionäre ebenfalls schön, sind die Aktienrückkäufe, die jetzt schon seit ja, wirklich langer Zeit, man sagen, ging wirklich so 2002 los,
Haben sich dann ein bisschen beschleunigt, jetzt wieder so ein bisschen abgeflacht, die ebenfalls durchgeführt worden sind. Also auch das ganz schön für uns als Aktionäre, wenn wir denn Aktien vom Unternehmen haben. Und jetzt gucken wir uns mal die erste Bewertung an zum Unternehmen, gehen mal ein bisschen aufs KGV. Und da sehen wir schon ganz ordentlich eigentlich, finanzielles KGV ungefähr bei 15,4 bzw. 15. Wir sehen, das liegt damit unter dem historischen Durchschnitt, liegt auch unter den Hochs von vor ein paar Jahren. Es gab auch schon mal Phasen, da war es eher so bei 10, das KGV, aber davor war es ebenfalls auch schon höher. Also rein von der Warte her, wenn man das mal ein bisschen im Jahr, im historischen Vergleich sich anguckt, ist das KGV im Moment eigentlich gar nicht so schlecht. Und das werden wir im weiteren Verlauf auch noch sehen, dass das durchaus auch auf andere Dinge zutrifft. Jetzt gucken wir mal auf den Piotrowski-Score. Auch der ist mit 8 von 9 Punkten ziemlich spitze, gibt es nicht viel, außer dass hier ein bisschen die Marge gesunken ist, aber jetzt auch nicht ewig viel, aber so ein bisschen eben. Insofern auch hier vom Piotrowski-Score her gibt es hier nichts zu meckern. Und das ja, obwohl wir mit Corona letztes Jahr vielleicht ein schwieriges Jahr haben. Aber wir haben ja gerade schon bei den Umsätzen und Gewinnen gesehen, dass das bei Lockheed Martin tatsächlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Da gab es Corona im Endeffekt gar nicht. Aber werden wir gleich sehen, im Chart gab es das dann schon und da gab es auch noch ein paar andere Effekte. Jetzt gucken wir uns mal die Bewertung im Aktienfinder ein bisschen genauer an und wie immer in schwarz sehen wir den Kurs der Aktie, der ungefähr hier aktuell liegt. Wir sehen in blau den fairen Wert auf Basis von der Dividende, der hier so langsam ansteigt. In grün den fairen Wert auf Basis von bilanzierten Gewinnen, die gestrichelte Linie auf Basis von bereinigten Gewinnen und dann hier diese hellgrüne Linie auf Basis des operativen Cashflows bzw. generell des Cashflows. Und was wir jetzt hier sehen können, ist, dass der Kurs aktuell, und ich habe jetzt hier mal die Bewertung angezogen seit 2014 im Schnitt, wenn wir das mal sehen, dann ist der Kurs tatsächlich unter diesen fairen Werten allen unten drunter und wäre nach der Logik im Moment tatsächlich sogar etwas unterbewertet. Und das gibt natürlich dann auch immer ein bisschen mehr Potenzial in die Zukunft. Genauer gesagt ungefähr 40% bis Ende 2024, wenn man den Prognosen Glauben schenken kann, oder ungefähr oder knapp 10% pro Jahr Rendite. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Obendrauf gibt es dann noch die Dividende. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen anguckt, das Gewinnwachstum für die nächsten Jahre soll um die 10%, aber dann ab 2022 ein bisschen abflachen auf 4 oder 5%. Also soll dann ein bisschen nachlassen. Wir sehen aber auch, dass die Dividende jetzt nochmal um 9% steigt, 4,4, 8% und dann das erstmal wieder sinken soll, bevor sie wieder steigt. Insofern mal gucken, wie sich das dann wirklich entwickelt. Aber auch hier nochmal on top zu der Gewinnentwicklung eine schöne Dividendensteigerung kommt. Nicht im hohen zweistelligen Bereich, aber wenigstens überhaupt eine. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf den Chart ein und gucken mal, ob denn die Bewertung, die wir jetzt im Aktienfinder gesehen haben, auch irgendwie zum Chartbild passt. Wir gucken zuallererst mal wieder auf das langfristige Chart, das wir gerade schon gesehen haben. Und was wir sehen ist, naja, es gibt hier schon so gewisse Unterstützungen langfristig seit 2000, die jetzt nicht mal zu Corona angelaufen worden sind. Insofern, naja, wir sehen auch hier oben am oberen Punkt, das wurde jetzt tatsächlich ein paar Mal angelaufen, die alten Hochs sozusagen im Trend. Läuft auch gerade so ein bisschen zu, der Trendkanal, aber der ist natürlich jetzt auch schon sehr lange zurück. Insofern macht es vielleicht Sinn, uns das Ganze eher mal in der jüngeren Vergangenheit anzugucken. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal die letzten 10 Jahre an. So seit 2010, 2011, da sehen wir einen recht schönen parallelen Trendkanal, der sich jetzt hier entwickelt hat. Es ging dann einige Jahre, so zwischen 2014 bis 2018, wirklich in einem ganz engen Trendkanal, sehr eng nach oben, bevor es dann hier wieder nach unten gegangen ist. Und dann kam ja hier letztes Jahr noch Corona und seitdem ging es nicht wirklich oben drüber hinaus. Das lag jetzt nicht unbedingt an Corona an sich, natürlich auch, denn man wusste nicht genau, wie Lockheed Martin da am Schluss betroffen ist. Aber im Nachgang zu Corona, warum hat sich das Unternehmen nicht weiterentwickelt, während Umsatz und Gewinn so passen und der Ausblick so positiv ist? Das hat dann eher mit der Wahl in Amerika zu tun, denn es war ja dann nicht mehr so ganz klar, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Und das hat auch dem Aktienkurs von Lockheed Martin und anderen Rüstungsunternehmen dann eher geschadet. Demgegenüber haben ja dann die eher umweltbewussten Unternehmen und nachhaltigen Unternehmen eher gewonnen. Davon, dass Biden in der Vorwahl auch immer stärker geworden ist. Und als dann Biden gewählt worden ist letztes Jahr, war es ja dann auch so weit, dass dann die nachhaltigen Unternehmen eher nochmal durch die Decke gegangen sind und die Rüstungsunternehmen darunter eher gelitten. Denn er gilt jetzt nicht unbedingt als der Riesenrüstungsfreund, ist eher da ein bisschen Gegner. Und deswegen ist da natürlich auch ein bisschen die Befürchtung, dass da auch die Rüstungsausgaben drunter leiden, auch wenn die Prognose momentan nicht unbedingt danach aussieht. Auch seine Kommunikation Richtung China und in andere
Bereiche, wo man sich eher gegen aufrüsten müsste, sind eher so, dass es den Rüstungsunternehmen wahrscheinlich eher noch Flügel verleihen dürfte. Insofern vielleicht nicht alles ganz so schlecht, wie es bisher erwartet worden ist, aber man ist halt einfach ein bisschen verunsicherter. Bei Donald Trump war einfach klar, dass der Mann ein Rüstungsfreund ist und damit mit Sicherheit auch Geld fließen wird. Und das hat jetzt bei Lockheed Martin einfach ein bisschen nachgelassen. Und da sieht man natürlich auch schon, wo und wie die Kurse von so einem Rüstungsunternehmen beeinflusst werden. Natürlich sehr stark politisch, vor allem wenn ihre Umsätze vor allen Dingen an den Staaten liegen. Jetzt gucken wir uns aber auch mal an, weil so ganz schlecht ist das ja alles gar nicht. Wir sehen einfach nur, dass es jetzt hier nach Corona nicht wirklich wieder nach oben gegangen ist. Also gucken wir uns doch diesen Bereich nochmal ein bisschen genau an und zoomen da rein in die letzte Zeit. Und was wir da schon sehen können, ist, dass wir hier vor Corona nicht mehr wirklich nach oben gekommen sind. Und dann ging es ja hier bergab. Man kann hier so einen Abwärtstrend zeichnen. Man kann es auch ein bisschen anders zeichnen. Da läuft es ein bisschen flacher ab. Ja, kann man auch machen. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass hier im April dieser Abwärtstrend nach oben ausgebrochen worden ist. Wenn man den ein bisschen flacher zeichnet und die Dinge hier ab dem Zeitpunkt nimmt, dann ist es ein bisschen später ausgebrochen, aber auch noch im April. Hat es dann hier Ende April nochmal angetestet. Und jetzt zackert es hier so ein bisschen zur Seite. Aber wir sehen auf jeden Fall dieser Trend, der im Prinzip nach unten eher gegangen ist, der wurde nach oben gebrochen. Also erstmal ein positives Signal und deswegen gucken wir uns das Ganze noch mal ein bisschen genauer an. Was wir hier sehen können, ist, dass es einen ganz kurzfristigen Trend gab nach oben, aber der wurde jetzt leider nicht gehalten. Dann ging es hier leider wieder zur Seite runter. Das ist nicht ganz so positiv, muss man jetzt leider sagen, dass es jetzt hier nicht einfach oben drüber hinausging, denn wir sehen hier auch eine ziemlich starke Widerstandszone erstmal, wo der Kurs einmal oben drüber raus ist und dann direkt wieder unten da zusammengefallen ist. Aber er hatte schon mehrere Anläufe versucht. Wir sehen ja, der langfristige Trend oder der mittelfristige Trend seit März letzten Jahres, der ist nach oben durchbrochen. Das ist schon mal deutlich stärker als zu diesen Zeitpunkten. Und deswegen spricht das eher dafür, dass es hier wieder nach oben rausgeht. Auch hier sehen wir jetzt hier nochmal so eine Unterstützung. Also soweit erstmal positiv, aber es ging halt nicht gleich im ersten Anlauf nach oben. Wenn man aber in die Aktie jetzt einsteigen möchte, dann ist das vielleicht sogar ganz positiv, dass das bisher noch nicht passiert ist. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen näher und ein bisschen genauer an und sehen hier nochmal so ein bisschen diesen Widerstand hier oben, der bisher noch nicht überschritten worden ist in dieser letzten Zeit. Und wenn man jetzt hier im Prinzip sagt, okay, man möchte in die Aktie einsteigen, dann kann man sagen, okay, wenn der Kurs hier oben drüber schließt, dann könnte ich einsteigen, mache meinen Stopp einfach unter das letzte Tief hier unten drunter, ungefähr 7% Risiko. So kann ich zumindest mal einsteigen, kann das Ganze mal antesten. Und falls das Ganze hier oben drüber nicht wirklich nachkommt, sondern hier unten wieder wegkippt, dann habe ich halt maximal 7% Risiko, warte ab, wie sich es weiterentwickelt und kann dann einen neuen Anlauf starten, wenn ich in die Aktie unbedingt hinein möchte. Wenn ich sage, okay, nee, ist mir viel zu aufwendig, ich möchte an diesem Rüstungsunternehmen langfristig beteiligt sein, ich gebe dem Unternehmen ein bisschen mehr Luft, dann kann man natürlich auch sagen, ich ziehe es hier unten drunter, mache 20% Risiko und mache hier unten drunter einen Stopp. Wäre ebenfalls möglich, wenn man das denn möchte und wenn man die Aktie im Unternehmen bzw. im Depot haben möchte. Ich persönlich, ich habe sie nicht, liegt jetzt nicht allein deswegen oder nicht nur daran, dass es ein Rüstungsunternehmen ist, ist jetzt nicht unbedingt meine präferierte Wahl. Das Unternehmen ist mit Sicherheit sehr spannend, sehr breit aufgestellt und ist mit Sicherheit auch vom Grundsatz her, wenn man sich das Unternehmen an sich jetzt einfach mal anguckt, nicht verkehrt. Für mich passt es im Moment aber nicht, deswegen habe ich es jetzt bei mir noch nicht drin. Die Ausgangssituation ist aber durchaus spannend und interessant, deswegen gucke ich mir das mal weiterhin an, aber ist bei mir momentan nicht im Depot. Wenn du jetzt Interesse hast, mit mir mal über Depot oder über deine Strukturierung und mal darüber zu sprechen, welche Unternehmen passen denn überhaupt in dein Depot, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Link findest du hier oben oder unten direkt in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Falls ja, dann lass mir einen Daumen nach oben und schreib mir in die Kommentare, was dir sonst noch aufgefallen ist und ob du noch ein paar mehr Informationen zum Cybersicherheitsbereich von Lockheed Martin hast. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und vergiss nicht, bei der nächsten Abstimmung mitzumachen. Mach's gut. Ciao.